Kolleginnen und Kollegen. Zum Ablauf. Es ist folgendermaßen geplant. Wir kehren zu unserem alten Format zurück. Das heißt, wir beginnen mit einer offenen Fragenrunde zu anderen als dem gesetzten Thema. Das gesetzte Thema ist der Beteiligungsfonds. Und diese offene Fragerunde sollte auch das Thema Corona nicht enthalten, weil wir das dann im Anschluss an die Statements auch zusammen mit dem Gesundheitsminister behandeln wollen. Das heißt, erst offene Fragen, dann gibt es ein Eingangsstatement des Ministerpräsidenten, dann werden die Ministerinnen uns dieses Fondsmodell vorstellen und danach gehen wir in die Fragerunde zum gesetzten Thema und zu Corona. So ist der Ablauf geplant. Und deswegen beginne ich jetzt. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Frau Krachtrup. Herr Ministerpräsident, eine Frage zu Herrn Palmer. Der Landesvorstand der Grünen Baden-Württemberg hat am Freitag einen Beschluss gefasst mit dem Tenor, dass Herr Palmer die Partei verlassen solle oder man erwarte, dass Herr Palmer die Partei verlässt. Was sagen Sie dazu? Also in der Sache habe ich, glaube ich, letzte Woche schon alles gesagt, sowohl in der Regierungspressekonferenz als auch im Plenum. Meine Kritik an dem inkriminierten Satz war, glaube ich, klar und deutlich. Jetzt wird der Oberbürgermeister Palmer diesem Wunsch des Vorstandes nicht nachkommen. Er wird sich dagegen wehren. Und das müssen jetzt mal der Vorstand und er selber aushandeln. Ja, ich würde jetzt mal allen raten, dass man da etwas von den Bäumen runterkommt und etwas abrüstet. Und die werden jetzt ins Gespräch miteinander kommen. Und ich mache jetzt da keine großen Kommentare von der Seitenlinie. Also ich meine, das wird verfahrensmäßig und argumentativ dazu jetzt zu Auseinandersetzungen kommen zwischen ihm und dem Landesvorstand. Ich habe ja noch mal deutlich gemacht, dass unser Grundgesetz so eine utilitaristische Herangehensweise an solche Fragen nicht vorsieht, also eine ganz andere Kultur haben. Wir sind also moralphilosophisch gesehen die Kinder von Kant und nicht von Jeremy Bentham. Nicht ohne Grund befasst sich das Grundgesetz in Artikel 1 und mit der Würde des Menschen und in 2 mit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und danach kommen die einzelnen Grundrechte. Und ich denke, da habe ich mich sehr, sehr klar geäußert und habe da eine grundlegende Differenz zum Oberbürgermeister von Tübingen. Ja. Aber in einer Demokratie hat man zum Schluss nichts als Argumente und die muss man austauschen. Die nächste Frage stellt Herr Nürnberg. Heute ist der Tag der Pflege und die Menschen in Pflegeberufen, die fordern ja bessere Arbeitsbedingungen. Die haben Ihnen heute wohl oder dem Staatsministerium auch schon einen offenen Brief überreicht. Herr Kretschmann, wie können Sie diesen Forderungen nachkommen? Das war an den Gesundheitsminister weitergegeben. Der hat, glaube ich, von Ihnen die Resolution bekommen. Und wir haben uns da auch, er hat sich mit dem Finanzministerium geeinigt. Und das kann er jetzt kurz vorstellen. Ich war heute bei der kleinen Kundgebung am Schlossplatz und habe auch mit den Kolleginnen von Verdi gesprochen. Wir haben auch jetzt vereinbart, dass wir in Bälde auch
mit entsprechendem Abstand wieder auch ein Arbeitsgespräch machen, was wir in der Vergangenheit immer hatten. Es sind ja ein paar grundsätzliche Fragen, allgemeinverbindliche Tarife, vor allem in der Altenhilfe, die ja bundesweit tarifär nicht geregelt ist, wiewohl Baden-Württemberg ja mit fast 3.100 die höchste Vergütung hat in der stationären Altenhilfe, also eine Bundesmindestlohn in der Pflege, der deutlich darunter liegt, hilft uns nicht. Wir brauchen eine echte tarifrechtliche Lösung, die auch Baden-Württemberg abbildet. Ich bin mit den Gewerkschaften einig, dass wir beim Sockel-Spitze-Tausch Paradigmenwechsel in der Pflegeversicherung an einem Strang ziehen, weil die Verbesserungen bei Arbeitsbedingungen, Vergütung nicht ausschließlich zu Lasten der Angehörigen und der Bewohnerinnen getätigt werden sollen. Und dann haben wir uns als Baden-Württemberg, und da bedanke ich mich beim Ministerpräsident und der Finanzministerin, dass wir beschlossen haben, den Pflegebonus, den der Bund ja so beschlossen hat, er bringt 2/3 und das letzte Drittel sollen die Länder mit den jeweiligen Arbeitgebern in der Pflege spalten. Da wird dankenswerterweise in Baden-Württemberg 90% unserer Pflegeanbieter, die Wohlfahrtspflege und frei gemeinnützig sind, sind es dieselben, mit denen ich häufig verhandle zur Unterstützung AIDS-Hilfe, sozialpsychiatrische Dienste, Nachbarschaftshilfe, die wir jetzt unterstützt haben bei der Schutzausrüstung. Und mit denen haben wir beschlossen, führen wir jetzt keine Handelsgespräche, sondern das ist unser Dankeschön auch an die Träger und an die Beschäftigten, dass das Land diesen Anteil übernimmt. Wir bereiten gerade eine Kabinettsvorlage vor, sodass wir dieses eine Drittel, das ja dann 1.500 für ein Vollzeitäquivalent darstellen wird, dass wir das dann 1:1 an die Kolleginnen und Kollegen ausgeben können. Damit es nicht durcheinander geht, ich bin auch ein bisschen aus der Übung, was das Befragen der Kolleginnen und Kollegen anbetrifft. Hat jemand zu diesem Pflegethema eine Nachfrage? Es geht natürlich bei den Forderungen auch um Arbeitsbedingungen und letztlich auch mehr Personal. Eben, dass Sie sagen, 12-tägige durchgehende Schichten und sowas kann nicht sein. Kann man auch auf der Ebene was tun. Wie Sie wissen, ist es immer davon abhängig, wie viele Personen wir zur Verfügung haben. Wir haben ja leidenschaftlich gekämpft für Personalmindestverordnungen, haben die auch hineingeschrieben. Aber wenn wir natürlich das Personal nicht zur Verfügung haben, bleibt es am Ende Makulatur. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit im Krankenhausbereich immer auch wieder die Situation, dass Stationen geschlossen waren wegen Personalmangel. Wir haben jetzt in der Corona-Krise, glaube ich, das gerade im Krankenhausbereich sehr gut gelöst mit den ganzen Aufbauten für die Intensivmedizin, Schulung und das Personal sehr zielgerichtet eingesetzt. In der Altenhilfe waren die Kolleginnen tatsächlich phasenweise sehr gefordert. Ich sage auch bewusst die Kolleginnen. Wir haben eine Reaktion darauf, das hat man auch nicht bemerkt. Wir haben am 1. April trotz Corona mit dem neuen Ausbildungsjahr im ersten generalisierten Pflegeausbildung begonnen. Und Stand heute werden wir mehr auszubildenden Plätze zur Verfügung stellen können, wie wir vorher in den 30 paraten Grundströmungen hatten. Das ist mit ein Beitrag, dass wir generell mehr Personal zur Verfügung stellen. Auch die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsabschlüsse ist im letzten Jahr nochmal deutlich höher gewesen. Also wir arbeiten natürlich an jedem Eck die Pflege besser zu machen. Sie kennen auch von mir die akademisierte Pflegekarriere am Bett, Selbstbeauftragungsrechte, dass auch die Kolleginnen mit einer akademisierten Pflegeausbildung, die in Baden-Württemberg so häufig angeboten wird wie in keinem anderen Bundesland, auch zum Einsatz bekommen. Aber das ist auch vieles Aufgabe dann der Tarifparteien, der Gewerkschaften, der Arbeitnehmervertretungen und auch der Krankenhausgesellschaft. Auch hier bin ich ja in Baden-Württemberg sehr froh, dass wir eine sehr gute Trägerstruktur haben mit gemeinnützigen Trägern, mit engagierten Privaten, aber natürlich mit einer hohen Anzahl Kommunalgetragener.
Dann habe ich noch eine Nachfrage zur Causa Palmer von der Frau Götz. Ja, Herr Ministerpräsident, ich wollte Sie fragen, es gibt ja jetzt Solidaritätsbekundungen schriftlich, die parteiintern auch kursieren. Begrüßen Sie das, dass sozusagen Palmer auch Unterstützung erfährt, parteiintern? Und wenn es zu einem Treffen oder einem Gespräch mit ihm kommt, lesen Sie ihm die Leviten oder wie geht es ab? Ich habe es schon gesagt, ich kommentiere das jetzt nicht von der Seitenlinie. Ich war in diese Beschlussfassung nicht eingebunden. Und es muss der Vorstand jetzt mit dem Palmer und seinen Unterstützern ausfechten. Ja, den Konflikt, der da jetzt besteht. Ich habe mit dem Palmer nach seinen Äußerungen natürlich sowohl geredet, als auch einen ausführlichen SMS-Briefwechsel mit ihm gehabt. Die nächste Frage kommt von Herrn Ruf. Ja, und die geht an die Finanzministerin. Frau Sitzmann, meine Frage betrifft im weitesten Sinne das Finanzcontrolling. Wie der Landtag hat ja am 19. März Rücklagen geöffnet und die 5 Milliarden Euro freigegeben. Meine Frage ist jetzt, die Freigabe dieser Mittel erfolgt jetzt wieder in einem normalen, gewohnten Verfahren unter Einbeziehung auch der Regierungsfraktionen. Und die andere Frage ist, wie ist denn die Geisteshaltung? Müssen diese Mittel ausgeschöpft werden? Ist in der Regierung so ein Bewusstsein da? Ja Gott, jetzt haben wir ja hier über 6 Milliarden, die können wir jetzt raushauen. Oder gibt es da auch eine gewisse Sensibilität für den Tag morgen und übermorgen? Die Frage richtet sich also danach bei der sicherlich notwendigen Aufrichtung allerlei, oder sagen wir, ich will es jetzt gar nicht, vielerlei Schutzschirme. Ist denn alles wirklich auch dann so nutzbringend, um die Ausgaben jetzt zu tätigen, die später zurückbezahlt werden müssen? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also wir haben auch jetzt in der Zeit, wo wir nicht das übliche Verfahren hatten mit Kabinettsvorlagen und Beteiligung der Fraktionen und so weiter, sondern ein verkürztes Verfahren hatten, hatten wir ja dennoch ein geregeltes Verfahren mit einem interministeriellen Verwaltungsstab, der sich mit den einzelnen Themen beschäftigt hat und auch mit einer Lenkungsgruppe. Wir haben auch den Finanzausschuss, informieren wir jede Woche über die Einwilligung in Entnahmen aus der Rücklage. Also der jetzt letzte Woche hat der Finanzausschuss, glaube ich, keine Tabelle gekriegt, weil sich nämlich zur Woche davor überhaupt keine Änderungen ergeben hatten. Aber der Finanzausschuss wird am Ende einer jeden Woche darüber informiert, wie hoch die Entnahmen sind. 11.05. war die Entnahme aus der, die Einwilligung, muss man immer korrekt sagen, die Einwilligung in die Entnahme aus der Rücklage bei 2,146 Milliarden. Das teilt sich im Wesentlichen auf in einerseits den Landesanteil bei der Wirtschaftsförderung, das sind insbesondere die Soforthilfen für Corona, das sind aber auch Zuschüsse an die Uniklinika gewesen und natürlich auch wichtige Maßnahmen im Bereich Gesundheitsschutz, Finanzhilfen an die Kommunen, das ist auch bekannt. Und dann gibt es noch kleinere Positionen wie Stellenpool bei der Polizei, Schutzausrüstung und so weiter. Zudem haben wir mittlerweile aus Bundesmitteln 1,59 Milliarden Euro erhalten. Diese 1,59 Milliarden sind zum einen für die Soforthilfen im Bereich der Wirtschaft, also sprich für den Teil, wo das Bundesprogramm
finanziert. Und die Bundesmittel sind zum anderen für die Krankenhausentlastung, also Krankenhausentlastungsgesetz, wo es darum geht, dass eben die Betten, die freigehalten werden, entschädigt werden. Also, das heißt, wir haben ein Interesse, den Finanzausschuss auch regelmäßig zu informieren. Und wir hatten ja auch Finanzausschusssitzungen, wo wir selbstverständlich dann für Fragen zur Verfügung stehen. Oder beim letzten Mal gab es auch einen längeren Fragekatalog zur Soforthilfe, den ich dann an die Kollegin Hofmeister-Kraut zur Beantwortung weitergeleitet habe. Ich denke, dass wir jetzt in ein Verfahren kommen sollten, wo wir, außer wenn es um eilige Beschaffungen im Gesundheitsbereich geht, wieder ganz normal mit Kabinettsvorlagen, Befassung im Kabinett arbeiten. Manchmal kann es sein, dass da noch ein beschleunigtes Verfahren notwendig ist, aber ich sag mal, die Eiligkeit hat sicherlich ein wenig nachgelassen. Wir müssen ja immerhin bedenken, dass der erste Corona-Fall in Baden-Württemberg am 25. Februar war. Das heißt, es ist keine 3 Monate her. Und gerade natürlich bei der medizinischen Ausrüstung, aber auch im Bereich der Wirtschaft war eben die Schnelligkeit auch ganz wichtig. Bezüglich der zur Verfügung stehenden Mittel. Ich bin froh, dass wir Vorsorge getroffen haben. Wir hatten ja 1,2 Milliarden an Rücklagen, über die wir dann auch schnell verfügen konnten. Ich muss allerdings sagen, dass es natürlich auch andere Bereiche gibt im Landeshaushalt, wo es unter Umständen Bedarf gibt. Deswegen haben wir auch einen Teil der Rücklagen auch konkret adressiert. Da geht es um Themen wie das Bundesteilhabegesetz, das Unterhaltsvorschussgesetz und anderes. Und dann kam eben vom Landtag eine Kreditermächtigung von bis zu 5 Milliarden Euro hinzu. Und die Situation ist natürlich die, auf der einen Seite sind die Ausgaben deutlich gestiegen. Und heute haben wir ja nochmal mit dem Beteiligungsfonds eine weitere Milliarde werden wir zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite werden die Einnahmen zurückgehen. Und ich hoffe natürlich auf darauf, dass wir einfach auch die nachhaltige Finanzpolitik fortsetzen können und immer auch den Blick drauf haben, es ist Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wir belasten damit natürlich auch die Zukunft. Sie wissen, die 5 Milliarden Kreditermächtigung sind ja auch mit einer Tilgungsverpflichtung verbunden. Ab 2024 müssen pro Jahr 500 Millionen Euro getilgt werden. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt muss es auch dann im Haushalt eben abgedeckt werden. Und die weitere Entwicklung, was die Steuereinnahmen betrifft, da sind wir alle sehr gespannt, werden wir dann dieser Tage beziehungsweise regionalisiert Anfang kommender Woche wissen. Herr Ruf hat noch eine Nachfrage. Ja, diese geht an die Wirtschaftsministerin. Sehen Sie denn eine Inflationsgefahr? Das wird natürlich vieles davon abhängen, wie sich die Wirtschaft in Baden-Württemberg, in Deutschland weiterentwickelt. Aus meiner Sicht ist es richtig und wichtig, dass wir jetzt den Betrieben Geld zur Verfügung stellen, um sie in dieser schweren Zeit zu begleiten, dass wir Härten abfedern. Denn wir brauchen die Unternehmen, die Geschäfte, die Solo-Selbstständigen, um dann eben wieder aufzubauen, in Anführungszeichen nach der Krise. Wir werden ja durch Corona jetzt noch längere Zeit auch beeinträchtigt sein. Wir sehen, dass heute hier die Gaststätten dürfen jetzt am 18. Mai wieder öffnen, auch mit Abständen. Das wird natürlich Folgen auch für den Geschäftsbetrieb haben. Wir sind nach wie vor aus Infektions- und Gesundheitsschutzgründen
natürlich sehr zurückhaltend, was Großveranstaltungen angeht, auch hier die Abgrenzung. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und die Kanzlerin haben ja beschlossen, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen stattfinden sollen. Das hat natürlich auf ganze Branchen entsprechende Auswirkungen. Die Dimension auch international, der Nachfrageschock, der Angebotsschock, der auch unseren starken Mittelstand trifft. Das ist eine Situation, in der wir als Politik, als Land vorausgehen müssen, mutig und beherzt, in der wir Hilfen zur Verfügung stellen müssen, den Betrieben, dass sie nicht in Existenznot kommen. Denn wenn uns ganze Branchenbereiche wegbrechen, das wieder aufzubauen, das wird viele Jahre dauern. Und deshalb ist es richtig, dass wir jetzt Geld zur Verfügung stellen. Natürlich, und da bin ich auch sehr verantwortungsbewusst, sind unsere Mittel nicht unbegrenzt und müssen wir auch an die Zukunft denken und verantwortungsbewusst mit den Finanzmitteln, die wir jetzt zur Verfügung stellen, umgehen. Das ist gar keine Frage. Deshalb überlegen wir uns natürlich gut, inwiefern wir helfen. Deswegen haben wir auch ein differenziertes Instrumentarium jetzt auf den Weg gebracht. Jetzt folgt der Beteiligungsfonds, auf den wir ja nachher noch zu sprechen kommen. Und diese Milliarde, da gehen wir ja davon aus, dass da ein Großteil dann wieder zurückfließt. Ja, man muss also diese diese Instrumente, die wir jetzt schaffen, die haben natürlich unterschiedliche Auswirkungen. Das sind zum Teil verlorene Zuschüsse, zum Teil fließen sie dann auch wieder zurück, natürlich mit einem bestimmten Risiko. Und was die Kreditprogramme und auch die Bürgschaftsprogramme angeht, da setzen wir dann eben auch auf die Wirtschaftskraft unseres Landes. Und ich denke, es ist jetzt zu früh, sich darüber Gedanken zu machen. Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir unsere Wirtschaft unterstützen müssen, aber natürlich immer gezielt und effizient und immer auch mit dem Blick auf die Mittel, die ja dann auch wieder zurückgeführt werden müssen, je nachdem, um welches Programm es sich handelt. Die Inflation. Inflation, ja, die Frage. Die nächste Frage kommt von Herrn Müller. Eine Frage an den Ministerpräsidenten zum Thema Autokaufprämie. Ihr Verkehrsminister hat sich jetzt im Fernsehen klar dagegen ausgesprochen, im Gegensatz zu Ihnen. Ist das ein einsames Minderheitsvotum oder sehen Sie da noch Diskussionsbedarf? Das ist kein einsames Minderheitsvotum, wiewohl mich das schon überrascht hat, dass ausgerechnet er sowas sagt. Das ist natürlich kein Minderheitsvotum. Solche eine Prämie ist nicht, ist sehr umstritten, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Bevölkerung. Also da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass da die Mehrheit der Bevölkerung Hurra schreit. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass nach Umfragen, wenn ich das richtig im Kopf habe, da große Mehrheiten dagegen sind. Ja. Nur sowas habe ich mir da nicht zum Maßstab gemacht, was ich eigentlich in der Regel auch nicht mache. Meiner Ansicht nach ist es richtig, was wir da vorschlagen. Ich bin ansonsten kein Freund solcher Kaufprämien, lehne das eigentlich grundsätzlich aus ordnungspolitischen Gründen ab. Und das hat man von mir in normalen Zeiten auch noch nie gehört. Bestenfalls schweige ich dazu, wenn andere das machen. Aber jetzt sind wir in einer extremen Situation. Die Automobilwirtschaft ist das Rückgrat der Volkswirtschaft in Deutschland und natürlich in Baden-Württemberg besonders. Die Nachfragesituation ist katastrophal. Wird eigentlich nur durch den Anstieg in der Nachfrage in China Gott sei Dank etwas abgefedert. Und ich glaube, dass es in so einer Situation richtig ist, auch aus psychologischen Gründen, diese Branche, dass es da zum Aufschwung kommt. Keine andere Branche hat eine solche Wertschöpfungstiefe und Breite. Und man kann
mit keiner anderen Branche meiner Ansicht nach überhaupt noch sowas machen, wo das überhaupt funktionieren könnte, außer mit der Automobilwirtschaft. Wir müssen schon einmal sehen, dass 80% der Wertschöpfung ja aus Zulieferern und Dienstleistungen besteht. Ja, und diese Betriebe, die hatten schon vorher durch den Transformationsprozess in der Automobilindustrie erhebliche Probleme. Und jetzt trifft sie natürlich diese dramatische Nachfrage tief. Es wird sie sonst auch dramatisch treffen. Und darum ist das der Versuch, das zu machen. Ökologisch halte ich sie für verantwortbar. Und sie hat auch Teile, die sehr zukunftsweisend sind, nicht wie die Infrastrukturförderung bei den Ladestationen oder die Umgestaltung der Kfz-Steuer stärker nach Emissionskriterien, also Klimaschutzkriterien. Ansonsten ist sie ökologisch vertretbar. Die Spreizung zwischen batterieelektrischen Fahrzeugen und modernen Verbrennern ist ja enorm. Und die modernen Verbrenner, die nach dem neuen, wie heißt der, WLTB, glaube ich, Zyklus getestet werden, das sind ja Zyklen, wo sozusagen nach Realverbräuche wirklich gemessen werden, nicht wie davor, wo man ja nur auf der Testrolle gemessen hat und nachher in der Praxis man völlig andere Werte hat, sodass man auch davon ausgehen kann, dass die Erneuerung der Flotte auch durchaus erhebliche CO2-Einsparungseffekte hat. Insofern ist sie ökologisch vertretbar. Ökonomisch gibt es dagegen natürlich auch immer gute Argumente. Das ist mir bewusst. Aber ich meine, in einer Krise kann man solche Grundsatzdiskussionen nicht groß führen. Entweder man macht es oder man lässt es. Das wirkliche Problem sehe ich darin, wenn sie nicht schnell kommt. Das habe ich wirklich in Berlin noch mal vorgetragen. Dann führt es natürlich zu einer Kaufzurückhaltung, weil alle auf die Prämie warten. Und deswegen noch mal mein dringender Appell an die Bundesregierung, schnell zu entscheiden, ob sie diesen Vorschlag und in welcher Form aufnimmt, der drei Ministerpräsidenten aus den Automobilstandorten oder nicht. Das ist das, was mir da im Moment etwas Kummer bereitet. Denn wir wissen von der letzten Prämie, die auf batterieelektrische Fahrzeuge ging, das hat 4 Monate gedauert, nicht das Notifizierungsverfahren, bis es in trockenen Tüchern war. Und das hat zu einer enormen Kaufzurückhaltung geführt. Und als dann der Hochlauf begann, kam die Corona-Krise. Man sieht also, das ist wirklich ein sehr gravierender Zustand, in dem die Automobilindustrie sich befindet. Und da haben wir diese Prämien und ihre Ausgestaltung für durchaus sinnvoll gehalten. Das, was in der Regel ökonomisch gegen sie vorgetragen wird, dass sozusagen hinterher eine Delle kommt. Also das heißt, dass sie einen Vorzieheffekt hat. Das ist genau erwünscht. Genau das ist erwünscht, dass jetzt sozusagen, darum sind die Prämien, die wir vorschlagen, auch so hoch. Ich meine, die hat ja nur dann einen Effekt, wenn dann Leute ein Auto kaufen, die das ohne Prämie nicht gemacht hätten. Und es hätte es ja nur einen Mitnahmeeffekt. Und das ist gerade der Sinn. Deswegen ist sie zeitlich begrenzt, einen schnellen Aufschwung zu erreichen. Also sozusagen dieser Vorzieheffekt ist genau der Sinn, um sozusagen eine Situation zu schaffen, wo das quasi wie ein Mittelstürmer in einem Fußballspiel die anderen mit nach vorne zieht. Das ist jedenfalls der Grundgedanke dessen, worauf wir uns geeinigt haben. Ich würde wegen der Uhrzeit die Liste der Fragesteller jetzt schließen. Es sind noch 3 drauf, Frau Götz, Frau Grachtrup, Herr Reinhardt. Und danach kommen wir zum gesetzten Thema. Frau Götz.
Herr Ministerpräsident, der Rundfunkbeitrag soll ja erhöht werden. Jetzt gibt es eine Forderung von CDU-CSU-Abgeordneten, das angesichts der Corona-Krise doch auszusetzen, zu verschieben. Es müsste Sie gestern Brief, die Ministerpräsidenten Brief erreicht haben, der Bundestagsabgeordneten. Bleibt es bei Ihrer Entscheidung mitzuwirken bei der Erhöhung des Rundfunkbeitrags? Der Brief hat mich noch nicht erreicht. Okay. Also ich glaube, dass der Betrag dieser dieser Rundfunkgebührenerhöhung, das sehe ich wirklich nun keine Relevanz zur Corona-Krise. Es sind ja so bescheidene Beträge, dass ich das jetzt nicht sehe. Ja? Also jedenfalls habe ich mich damit jetzt nicht befasst, ob man jetzt das machen soll. Nicht? Jedenfalls ist es ein Vorschlag der KEF, nicht? Und wir sind jetzt nicht dazu da, um den willkürlich zu ändern oder auszusetzen. Damit müsste ich mich jetzt erstmal beschäftigen. Aber sagen wir nach dem ersten, allerdings nur Gefühl, würde ich sagen, kann ich das nicht so richtig erkennen, ja, bei der Erhöhung, die es da geht. Frau Krachtrup. Anderes Thema, Herr Kretschmann, Klimaschutzgesetz. Grüne und CDU hier im Land streiten ja über das Gesetz nach wie vor, vor allem um den Punkt Photovoltaikpflicht für Neubauten. Wie stehen Sie denn zu diesem Punkt? Ja, ich bin ein entschiedener Anhänger dieser Photovoltaikpflicht. Ja, man hat sich jetzt aber darauf nicht einigen können. Und jetzt liegt es bei den Fraktionen und jetzt wird man sehen, ob man im Schlussspurt da nochmal das erreichen kann. Erstmal ist es ja in Eckpunkten nicht enthalten, weil man sich damals nicht darauf einigen konnte. Die Wirtschaftsministerin wird sich sicher erinnern, dass wir auch gemeinsam auf einer Veranstaltung waren, die E-Mobil Baden-Württemberg veranstaltet hat in Esslingen, 10-jähriges Jubiläum. Nicht, da war doch sehr deutlich, dass das ganze Panel, das da von Wirtschaftsleuten besetzt war, ganz entschieden für so eine Pflicht eingetreten. Es sind nicht die Klimakrise macht ja nicht Stopp, nur weil es Corona gibt. Nicht, und das ist eine Maßnahme von der das macht. Ja, letztlich refinanziert sich da ja das ja wieder nicht, wenn auch natürlich über relativ lange Zeiträume. Also das ist sozusagen, es sind ja mehr Kosten, die anders als wenn ich nur ein tolles Bad mir einrichte, fließen da ja Kosten zurück. Und das ist, glaube ich, nochmal auch ein gutes Argument, sich darauf einzulassen. Aber was ich jetzt da an Äußerungen aus der Union höre, ist das Unterfangen wahrscheinlich nicht sehr aussichtsreich. Ja, soweit die Pressekonferenz von Winfried Kretschmann und einigen Fachministern.